Meine Aufgabe ist es, Ihnen die Überlegungen, die uns zu dieser Anlagelösung geführt haben, zu skizzieren. Wir haben uns bereits vor 3 Jahren mit dem Thema Kanada auseinandergesetzt, und zwar hervorgehend aus den Ereignissen um die Finanzkrise, um die Eurokrise und der Überlegung, wie kann man intelligent international Vermögen diversifizieren, und zwar primär in Sachanlagen. Und wir sind bereits 2011 zu dem Schluss gekommen, dass neben skandinavischen Ländern, neben Neuseeland, Australien und einigen südostasiatischen Ländern Kanada eine sehr interessante Volkswirtschaft ist, was die ökonomischen Rahmendaten angeht, aber auch was die Währung angeht. Und mittlerweile, wir haben damals im Mai 2011 privat dort auch investiert und gekauft in Nova Scotia Land. Und sind mittlerweile sehr überzeugt von dieser Story und haben sehr gute Erfahrungen gemacht und ein entsprechendes Netzwerk vor Ort auch geknüpft. Das wird Ihnen der Dr. Oliver Wilhelm dann noch vorstellen unter dem Aspekt Expertise, operative Expertise in Kanada. Ja, lassen Sie mich beginnen mit dem Thema Eurokrise, Diversifikation, geopolitische Risikodiversifikation. In Europa bahnt sich jetzt die Zuspitzung der Euro-Krise auf politischer Ebene an. Ökonomisch ist sie ja schon Realität, aber politisch sieht es so aus, als würden wir vor einer Weggabelung stehen. Wir haben zum einen die Laissez-faire-Politik des Südens, zu der ich auch Frankreich noch zählen möchte, und die Stabilitätspolitik, die Philosophie der Bundesbank. Und beides trifft im Moment aufeinander aufgrund der ökonomischen, aber auch politischen Ereignisse. Sie erinnern sich an die Wahlen zuletzt in Italien. Dort kam es zu sehr erstaunlichen Ergebnissen. Eine Protestpartei von Beppe Grillo, die Fünf-Sterne-Partei, erreicht über 25%. Und der schon totgesagte Cavaliere Berlusconi ist mittlerweile in den Umfragen sogar schon bei 34%, erreichte bei der Wahl aber das zweitbeste Ergebnis. Und nun haben wir ein politisches Patt in Italien gehabt bis vor kurzem. Das wurde aufgelöst. Und wir haben jetzt eine Regierung, die an der kurzen Leine von Berlusconi läuft. Und Berlusconi sagt mittlerweile, Stabilitätspolitik, Austerität macht keinen Sinn, treibt unser Volk in die Armut. Hätte der EZB-Chef Mario Draghi schon vor 2 Jahren die Politik gemacht, die er heute macht, dann hätte ich gar nicht zurücktreten müssen, dann hätten wir weiter Schulden machen, Konjunkturprogramme aufbauen und fröhlich so weiter regieren können. Das ist eine These und die ist mittlerweile belegt empirisch, denn die Renditen in Italiens fallen ins Bodenlose, während in Italien politisches Chaos herrscht und man so viel Geld ausgibt wie nie zuvor. Die Defizitziele sind schon passé, gespart wird nicht mehr. Das gleiche in Frankreich. Am 15. Mai sagte der französische Industrieminister Arnaud Montebourg, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ja, ich hoffe es, fordert grundlegende Veränderungen in der europäischen Krisenagenda. Vor allem bei der Spar- und Geldpolitik fordert er eine Kehrtwende. Und jetzt wird es spannend. Die EZB ist in ihren Statuten eingesperrt, obwohl die ja schon weiß Gott viel getan hat. Als Vorbild stellt Montebourg Großbritannien und Japan dar. Die Zentralbanken dieser Länder stellen den Regierungen Schecks aus, um das Leiden der Bevölkerung zu lindern. Wow, das muss man erstmal sacken lassen. Ne? Die von Deutschland geforderte Sparpolitik hingegen wirkt das Wachstum in Europa ab. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie er zu dieser Überlegung kommt und was das für Sparer und Anleger in Europa, speziell auch in Deutschland, bedeutet. Aber vorher noch der Kontrapunkt, vielleicht von der Bundesbank. Der Herr Weidmann sagt in einem Interview gegenüber der Bild am Sonntag, am 18. Mai, ist es eine gute Idee, dass wir einfach alle gegenseitig für unsere Staatsschulden haften? Rhetorische Frage. Und er weiter, für die Bundesbank gilt, dass wir den Euro erhalten wollen, aber nur als stabile Währung. Und jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Wenn die Südländer aufgrund der demokratischen Kräfte, die wirken, nicht mehr die Sparpolitik mitgehen können, weil sie sagen, bevor wir uns so reformiert haben, ist der soziale Frieden futsch, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ganz Europa inklusive Deutschland geht in Richtung Weicheuro, also Schulden spielen keine Rolle, Defizitgrenzen werden abgeschafft und wir drucken Geld, bis der Arzt kommt, wie die USA oder Japan. Oder aber die Deutschen können diesen Weg nicht mitgehen, weil sich auch hier die demokratischen Verhältnisse verändern. Zum Beispiel die Alternative für Deutschland oder die Freien Wähler werden stark. Und es kommt in Deutschland nicht mehr zu einer Mehrheit für diesen Kurs. Wir geben Geld nach Südeuropa. Ja, Haftungsgemeinschaft, Geld drucken, Defizit ohne Grenzen. Wenn das passiert, stellt sich die Frage nach der Zukunft des Euro komplett. Geht Deutschland dann
aus dem Euro raus? Gibt es einen Nordeuro? Was passiert dann? Also Wegscheide, entweder Weichwährung, laissez-faire oder Stabilitätspolitik. Die Frage ist noch nicht entschieden und ich denke, da werden wir uns noch bis zur Bundestagswahl gedulden. Fakt ist, dass dies massive Konsequenzen haben wird für den Außenwert des Euro, für die Zinsen, für die Kapitalmärkte und für die Vermögenssicherheit der Deutschen. Wenn wir uns die ökonomische Situation in Europa anschauen, sehen wir, dass die sich bis ins erste Quartal diesen Jahres weiter verschlechtert hat. Sie sehen hier Veränderungen, Bruttoinlandsprodukt, fünftes Quartal in Folge negativ, -1% zum Vorjahr. Arbeitslosigkeit 12,1%, höchster Stand seit Datenaufzeichnung in der Eurozone. Hier sehen Sie mal die komplette Wucht der Zentrifugalkräfte in Europa. Der Süden drängt in Richtung Depression und Deutschland, ja, sonnt sich in seinem Exportruhm. Interessant dabei ist, dass mittlerweile auch die Arbeitslosenzahlen von Frankreich und Italien beängstigende Höhen erreicht haben, auch hier Rekordstände, sodass man sich langsam fragt, wer gehört eigentlich noch zu Kerneuropa? Wer verteidigt eigentlich noch die Sparpolitik und die Agenda? Wir haben es gerade gesehen, der französische Industrieminister gehört nicht mehr dazu. Und auch der französische Präsident Hollande, immerhin Führer der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone, ist in seinem Wahlprogramm eigentlich angetreten mit einem Anti-Merkel-Kurs. Ja, das haben viele schon wieder vergessen. Und er versucht jetzt dahin wieder zurückzukommen und hofft so ein bisschen darauf, dass die Sozialdemokraten und die Grünen in Deutschland gewinnen. Dann kann er seine Laissez-faire-Politik auch in Frankreich fortsetzen. Aber eigentlich steht Deutschland isoliert. Und das zeigt sich auch in anderen Zeitreihen sehr eindrucksvoll. Sie sehen hier mal die Jugendarbeitslosigkeit. Und Sie haben es vielleicht mitbekommen, Frau von der Leyen war jetzt in Spanien, um dieses Problem der explodierenden Jugendarbeitslosigkeit speziell in Spanien mit 55,7% zu lindern. Was hat sie vorgeschlagen? Man möge doch in den nächsten 5 Jahren 5.000 Jugendliche nach Deutschland importieren, um ihnen hier Jobs zu geben. Das klingt mal nach einer nachhaltigen Lösung. Gratulation, Frau Ministerin. Wenn wir uns die Industrieproduktion anschauen, sehen wir auch hier, klafft die Lücke genau spiegelverkehrt andersrum. Die Deutschen, der Musterknabe, haben sich schnell wieder erholt nach der Lehman-Krise. Und was Frankreich angeht, was Spanien angeht, Italien angeht, Griechenland, geht es schon wieder bergab. Ja? Es ist also absolut verständlich, dass der Süden versucht, die Sparagenda abzuschaffen, denn es geht hier natürlich auch um die Machtfrage. Der demokratische Souverän, das Volk in Südeuropa, wählt diese Politik schlicht ab. Man will nicht mehr sparen. Man möchte zumindest eine Perspektive haben, was man im Fall der Jugend ja auch verstehen kann. Wenn wir uns die Wettbewerbsfähigkeit anschauen, also passen wir ökonomisch überhaupt in einen Euro, da muss man feststellen, dass die Sparanstrengungen zumindest in Griechenland und Spanien dazu geführt haben, dass über sinkende Lohnstückkosten diese Länder auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger geworden sind. Aber für Frankreich und Italien, die zweit- und drittgrößten Volkswirtschaften, gilt das überhaupt nicht. Die werden immer teurer und Deutschland hat zwar jetzt gute Tarifabschlüsse, aber wir können das überhaupt nicht aufholen. Schauen Sie sich bitte mal die Skalierung links an. Wie soll das gehen? Also so viel Inflation könnte Deutschland gar nicht vertragen, bis wir so teuer sind wie Italien und Frankreich. Und die Frage wäre, was verkauft Deutschland dann noch auf dem Weltmarkt? Also hier gibt es überhaupt keine politische Lösung der ökonomischen Probleme. Und das wird im Moment noch ignoriert, aber das ist nicht durchhaltbar. Und wenn man sich überlegt, dass ja eine Kernthese der Eurokraten ist, der Euro macht Europa wettbewerbsfähig und garantiert, dass wir in der Welt noch was zu sagen haben, auch wirtschaftlich, dann spricht diese Statistik dagegen. Das ist der Anteil Europas an den gesamten weltweiten Exporten von Gütern und Dienstleistungen. Und die Kurve geht von links oben nach rechts unten. Ja, so wie übrigens auch in vielen Euro-Ländern die Immobilienmärkte. Und auch hier eine Diskrepanz zwischen Deutschland und dem Süden. Warum ist das so? Nun, stellen Sie sich mal vor, Sie haben heute ein Haus am Gardasee und müssen befürchten, dass erstens es der Wirtschaft immer schlechter geht und zweitens vielleicht irgendwann diese Immobilie in Lira denominiert ist und Sie drittens auch noch neuerdings Immobiliensteuern, Liegenschaftssteuern zahlen müssen. Dann fliehen Sie natürlich mit Ihrem Geld nach Berlin, Hamburg, München etc. In Deutschland baut sich eine Immobilienblase auf, weil die Zinsen hier ohnehin viel zu niedrig sind für unser Wachstum. Und in Südeuropa geht das Geld raus. Interessant ist nun, also problematisch in Spanien, vor allem auch für den Bankensektor, dass sehr viele faule Papiere in den Bilanzen schlummern
Und das verhindert, dass neue Kredite an junge Unternehmen, an Investitionen etc. vergeben werden. Ganz großes Problem. Credit Backlog. Übrigens auch die Niederlande muss man mittlerweile schon, auch wenn das geografisch vielleicht nicht gerechtfertigt ist, zu Südeuropa zählen. Auch da ist die Immobilienblase geplatzt. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann ist auch in den Niederlanden das Wirtschaftsmodell im Moment nicht tragfähig. Denn Waren zu importieren über die Häfen, dann über den Transit nach Südeuropa zu transferieren und dort weiter zu verkaufen, funktioniert im Moment nicht. Die Südländer nehmen einfach aus Holland kaum noch was ab. Letzte Rettung ist Deutschland, aber das reicht nicht. Also auch die Niederlande sind im Moment im Krisenmodus und werden uns Deutschen nicht helfen. Das heißt, das schwächt unsere Position weiter. Wenn wir uns die Verschuldungssituation anschauen, dann stellen wir fest, dass hier mal eingekreist in den Niederlanden, dass unsere Nachbarn im Nordwesten eine der höchsten Gesamtverschuldungen haben. Ja, also Privathaushalte, die Nichtbanken und die Regierung zusammen, fast 300%, also so stark verschuldet ist wie Griechenland. Ja, und die höchste Verschuldung bei den privaten Haushalten wegen Hypotheken. Die Deutschen mal wieder die Musterknaben. Interessant ist, Griechenland sind auch schon wieder bei 300%. Interessant hier, die Staatsverschuldung ist schon wieder jenseits von Gut und Böse. Bei fast 200%. Griechenland braucht schon wieder einen Schuldenschnitt. Ja? Jetzt werden Sie sagen, ja wie, gab doch erst einen. Nein, nein, das war vor einem Jahr. Also hier ist schon wieder sehr viel aufgelaufen. Wenn wir uns die gesamte Eurozone nun anschauen, dann stellen wir fest, dass hier unten die Wirtschaft schon wieder schwächelt, ja, nachdem sie sich kaum erholt hatte infolge der Finanzkrise. Und das, obwohl die Geldmenge bereitgestellt durch die Zentralbank, also hier Aggregat M1, massiv explodiert ist. Da gibt es verschiedene Ursachen für. Aber warum hat das nicht geholfen? Der Grund ist ganz klar, dieses Geld ist hauptsächlich in schwarze Löcher bei Banken und Versicherern geflossen, aber nicht in die Realwirtschaft. Und das ist eben die Forderung der Südländer. Macht es doch wie Japan, macht es wie die USA, druckt Geld, aber gebt es der Wirtschaft, baut Infrastruktur, vergebt Kredite an Unternehmen und an Haushalte und pumpt wie in Amerika die Immobilienblase wieder auf. Das ist die These. Die EZB kann das von ihren Statuten nicht so einfach und es gibt diesen Clash of Culture in der EZB. Nur die Stabilitätspolitiker in der EZB haben keine Mehrheit. Keine Chance. Und der Chef in der EZB ist ein Italiener. Na, das steht doch für Stabilität per se. Und dann sieht das Bild eben auch so aus, dass wir hier die Inflationsrate, die offizielle Inflationsrate, liegt nach wie vor über dem Leitzins, der weiter gesenkt wurde, obwohl er für den deutschen Immobilienmarkt im Moment ohnehin schon katastrophal niedrig ist und die Blase weiter anheizt. Und wer jetzt als deutscher Sparer Geld auf dem Konto hat, Spareinlagen, Termingeld, Sparbuch, Lebensversicherung oder was auch immer, der ist konfrontiert mit Renditen vor Steuern von 0,3%. Das sind hier 12-monatige Bundesanleihen. Wenn Sie 10-jährige Bundesanleihen kaufen, dann machen Sie aber richtig ein Geschäft, da kriegen Sie 1,35% vor Steuern. Wir sind also konfrontiert mit einem Anlagenotstand in der Eurozone. Dennoch, das wissen Sie von Ihren Kunden, haben die Kunden Angst zu investieren in Aktien, in Immobilien, in Forst, was auch immer, aufgrund der Erfahrung der letzten 13 Jahre und aufgrund der Volatilität. Im Falle Kanadas kommt ja auch noch ein Währungsrisiko dazu. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass das, was jetzt an den Aktienmärkten passiert, sich auf alle Sachwertanlageklassen übertragen wird. Der Anlagenotstand kombiniert mit Kapitalflucht und der noch expansiveren Geldpolitik in Japan und den USA und Großbritannien und der Schweiz wird dazu führen, dass von einer auf die andere Anlageklasse die Blase überschwappt. Und es sich daher eigentlich nicht vermeiden lässt, Kapital umzuschichten. Denn am Ende des Tages geht es heute nicht mehr darum, wo mache ich die meiste Rendite. Bis zum Tag X ist das schön. Aber dann geht es nur noch darum, wie kann ich so wenig wie möglich von meinem, wie vermeide ich so wenig wie möglich, nee, wie komme ich mit so wenig wie möglich Kapitalverlust über einen Währungsschnitt, einen Schuldenschnitt, eine wie auch immer geartete Neuordnung des Finanzsystems, des Währungssystems. Denn diese Verschuldungsstände der Staaten sind nicht nachhaltig. Und das Ganze zu lösen, indem ich Geld drucke und den Staaten Geld gebe,
Nun, das versucht man seit Jahrtausenden, ja? Seitdem man, seit der Münzverschlechterung im Römischen Reich versucht man über Geldschöpfung Schuldenprobleme zu lösen. Was glauben Sie, hat das schon mal geklappt? Nee, es wurde immer und ausnahmslos die Kaufkraft des Geldes zerstört. Also entweder man ist konfrontiert mit einem Schuldenschnitt, dann sind die Anleihen weg, oder mit einer erhöhten Inflation, um die Schulden loszuwerden, dann helfen mir 0,3% vor Steuern gar nichts. Ja. Fazit: Die Bürger Europas haften in der Krise als Steuerzahler und als Anleger. Thema Bankeinlagen. Erst gestern Abend ist im EU-Parlament eine Verordnung durchgewunken worden, nach der jetzt offiziell bei Bankenpleiten der Bail-in zu bevorzugen ist und damit die Bankeinlagen, die Anleger, Kunden einer Bank als vorrangige Gläubiger mithaften. Die bisherigen Gegenmaßnahmen der Politik gegen die Krise haben selbige weiter verschärft. Rechts- und Tabubrüche, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um das Thema Sicherheit des Eigentums geht. Rechts- und Tabubrüche sind zur üblichen Praxis geworden. Fiskal- und Geldpolitik haben nur noch ein Ziel, die Kollapsvermeidung. Man könnte auch etwas freundlicher sagen, das Erhalten des Status quo. Ja? Die Politik möchte sich durchwursteln, aber ohne Ziel. Es wird ja nicht besser, man möchte nur Zeit gewinnen. Man weiß gar nicht, wofür noch. Ja? Es wird ja nichts besser. Die Kosten dieser Politik tragen die Bürger Europas. Wir in Deutschland merken das kaum. Ja? Krise, welche Krise? Aber fahren Sie mal über die Alpen nach Südeuropa, da wird Ihnen Licht aufgehen. Und da müssen wir uns auch nicht wundern, wenn Ihnen in Italien Clowns gewählt werden. Ja? Die Italiener sehen das übrigens ganz anders. Gegenmaßnahme, Vermögensdiversifikation außerhalb des europäischen Währungs- und Rechtsraums. Einfach um Risiken, die sich hier geballt haben, Klumpenrisiken aufzulösen. Sie kaufen sich zwar in Kanada andere Risiken ein, aber diese Risiken, die Sie dort eingehen, sind latenter Natur. Die Risiken, die Sie hier haben, sind immanenter Natur. Ja? Und deshalb macht es Sinn, hier die Risiken doch ein bisschen auseinander zu nehmen. Ja, wir haben uns privat für Kanada entschieden, haben uns entschieden, Ihnen auch in Kanada eine Investmentlösung vorzustellen. Warum? Kurz Fakten zu Kanada. Das ist das flächenmäßig zweitgrößte Land der Erde nach Russland, die 10. Volkswirtschaft, und das schaffen die mit nur 35 Millionen Einwohnern bei einem Pro-Kopf-Einkommen von $52.000. Kanada ist Mitglied in der Welthandelsorganisation G7 bis G20, im nordamerikanischen Freihandelsabkommen in der OECD und in dem asiatischen Freihandelsabkommen. Kanada ist ein Bundesstaat mit parlamentarischer Demokratie. Er ist Teil des Commonwealths, deshalb ist Elizabeth II. Offiziell Staatsoberhaupt. Dieses Land ist bilingual und multikulturell, also auch auf Staatsebene spricht man Englisch und Französisch. Und es ist ein klassisches Einwanderungsland mit dem großen Unterschied, man präferiert eine qualitative Immigrationspolitik. Das heißt, entweder Sie kommen als Investor mit siebenstelligen Beträgen oder Sie bringen eine Qualifikation und Berufserfahrung mit, die der kanadischen Volkswirtschaft hilft und dient. Oder Sie sind politisch so stark verfolgt, dass Sie gerade noch so am Leben sind. So muss man das formulieren. Ansonsten haben Sie keine Chance, nach Kanada einzuwandern, schon gar nicht ins kanadische Sozialsystem. Das funktioniert nicht. Denn in Kanada beispielsweise sind alle Einwohner krankenversichert, automatisch. Und das wird finanziert über die Mehrwertsteuer, die deutlich niedriger liegt als in Deutschland. Und das wäre nicht machbar, wenn jetzt zum Beispiel ganze Bevölkerungsgruppen nach Kanada kämen, um sich die Zähne zu sanieren. Das würde nicht funktionieren. Trotzdem, trotz dieser sehr strengen Einwanderungskriterien, wächst die kanadische Bevölkerung um 108% seit 1955. Und auch das BIP wächst. Nach ganz kurzer Unterbrechung 2009, 2010 schon wieder ein neuer Allzeithöchststand. Also ein sehr stabiles Wachstum. Warum ist das so? Wenn man sich die kanadische Volkswirtschaft mal anschaut, würde man denken, naja, 70-80% Rohstoffförderung. Dem ist nicht so. Wir sehen hier 72% im tertiären Wirtschaftssektor, im Dienstleistungsbereich. Fertigungsindustrie, also da werden zum Beispiel hier Blackberries und sowas gebaut, ja, 7% Rohstoffgewinnung und 8% Bau und Versorger. Interessant ist für uns Europäer, dass Europa nur eine geringe Rolle bei der Erwirtschaftung der Mehrwerte in Kanada spielt. Auf der anderen Seite kann man kritisieren, aber das ist eben das Gegenrisiko, dass Kanada sehr stark abhängig ist von den USA. Ja? Interessant an zweiter Stelle mit
großem Abstand, kommt China, ja? Dann Mexiko, Großbritannien, Japan und Deutschland relativ weit abgeschlagen. Also Europa spielt für die kanadische Volkswirtschaft eine geringe Rolle, deshalb auch die schnelle Erholung der Wirtschaft. Der kanadische Dollar, stabile, rohstoffunterlegte Währung, wird deutlich höher verzinst als der Euro, hat auch nicht diese internen Ungleichgewichte wie Europa und ist im Zweifel mit reichlich Rohstoffen unterlegt. Kanada eines der rohstoffreichsten Länder der Welt. Wenn wir nach Kanada schauen, dann gibt es dort insgesamt 10 Provinzen und die kleinste Provinz, geografisch aber am interessantesten gelegen, ist Nova Scotia, also Neuschottland. Ja? Dazu auch ein paar Fakten. 922.000 Einwohner und pro Quadratkilometer verteilt man sich auf lockere 17,3 Menschen. Ja, das ist nicht so viel. BIP pro Kopf 38.720 kanadische Dollar und die Hauptstadt ist Halifax. Halifax, absolute Boomtown. Das ist das Wappen von Nova Scotia. Und wenn man sich Halifax anschaut, also da, wo der Kollege Robert Wittje wahrscheinlich in wenigen Stunden dann auch landet, Nova Scotia ist unter den Top 10 Städten unter dem Aspekt Zukunftspotenzial in gesamt Nordamerika, also auch USA, Nummer 2 und sogar Nummer 1, wenn es um die Lebensqualität der nordamerikanischen Städte geht. Das ist erstaunlich. Und wenn Sie müssen in Halifax gewesen sein, um das zu verstehen. Ja? Also wenn Sie aus Asien Singapur kennen, dann ist das so ähnlich in Halifax. Alles ein bisschen kleiner und schnuckliger, aber alles sauber. Man merkt die Menschen, den Menschen geht es gut. Und es ist ein Wachstumsklima, also anders als im Moment in vielen europäischen Städten. Die Einwohnerzahl im Großraum Halifax, sehen Sie hier, wächst sehr stabil mit 4% pro Jahr. Und wenn Sie sich die wirtschaftliche Entwicklung von Nova Scotia anschauen, da gibt es einige sehr interessante Sondereffekte, auf die vielleicht der Herr Hülsmann nachher sogar noch mal eingeht. Die Nova Scotia für die nächsten Jahre sehr, sehr interessant machen als Investitionsstandort. Sie sehen hier Bruttoinlandsprodukt deutlich stabiler als zum Beispiel in Europa, hier blau dargestellt, Nova Scotia rot. Die wirtschaftlichen Säulen in Nova Scotia sind zum einen Erdgas. Hier hat man ein sehr großes Feld vor der Küste Nova Scotias kürzlich erst entdeckt. Das macht Nova Scotia nach Meinung von Goldman Sachs zu einem der drei bedeutendsten Provinzen, Staaten bei der Erdgasförderung in Nordamerika. Tourismus. Sie haben im Vorspann sicherlich schon einige sehr schöne Bilder gesehen, die erklären, warum Nova Scotia so beliebt ist. Wir haben sehr mildes Klima. Wir liegen auf dem 46. Breitengrad. Das ist Genua. Und wir haben sehr mildes Klima, gerade im Süden. Auch dazu wird der Kollege gleich noch was sagen. Nicht umsonst sagen die Kanadier zu Nova Scotia Kanadas Oceans Playground. Also da macht es wirklich Spaß. Die Filmindustrie spielt eine relativ große Rolle und die Intellektuellen fühlen sich in Halifax zu Hause. Lesen Sie bitte mal diese Zahl. 67% der arbeitenden Bevölkerung in Halifax verfügen über einen Universitäts- oder Hochschulabschluss. 67%. Dementsprechend gering ist auch die Arbeitslosenrate. Wichtig auch der Passagier- und Frachtschiffhafen, der sehr, sehr günstig gelegen ist. Speziell was den Handel auch mit den Emerging Markets angeht. Von Halifax aus haben sie den kürzesten Weg zum Beispiel nach Indien über den Suezkanal, also strategisch sehr wichtiger Handelshafen. Und auch die Werft in Halifax hat einen Großauftrag bekommen, der für die nächsten 10 Jahre 12.000 Arbeitsplätze dort neu schafft. Der Standort Halifax boomt. Immer mehr Firmen eröffnen Geschäfte in Nova Scotia und Halifax. In den letzten 3 Jahren wurden jeweils 10.000 neue Unternehmen registriert. Ja, das ist für so eine kleine Region wirklich Wahnsinn. 16% der Wirtschaftsaktivität in Nova Scotia hat mit Forstwirtschaft zu tun. Deshalb habe ich Ihnen hier nochmal die Holzpreise mitgebracht. Und da sehen Sie den Einbruch der Holzpreise im Zuge der amerikanischen Immobilienkrise. Hauptabnehmer war bis dato Nordamerika, also die USA für das Holz in Kanada, speziell Bauholz. Das erholt sich jetzt langsam wieder und das sieht man auch sehr gut, wenn man sich die Zahlen aus den USA mal anschaut für Baubeginne blau und Baugenehmigungen gelb. Ja? Das ist die Krise und jetzt geht es hier wieder nach oben. Und das ist kein Zufall.
Natürlich, die Krise dauert schon etwas an. Bestände wurden bereinigt, Preise sind gesunken. Irgendwann erholt sich der Markt auch wieder. Aber auch hier passiert etwas, das sehr, sehr dicht in der Auswirkung an der Geldpolitik liegt. Sie wissen vielleicht, die US-Notenbank druckt im Moment pro Monat 85 Milliarden US-Dollar. Und die Hälfte davon investiert sie in Hypothekenanleihen. Sie kauft also Hypothekenbanken den Schrott ab, senkt den Zins für Hypothekendarlehen und erklärt, das Ziel ist es, den Immobilienmarkt wieder aufzupumpen. Und das schafft man auch. Warum tut man das? Die Notenbank sagt, wenn wir die Vermögenspreise aufpumpen, Aktienmärkte, Immobilienmärkte, dann resultieren daraus Vermögenseffekte. Die sind gut für den Konsum, für Investitionen, für den Arbeitsmarkt. Und so kriegen wir unsere aggressive Geldpolitik umgemünzt in wirtschaftliches Wachstum. Das ist die These. Und diese Politik soll bis auf Weiteres fortgeführt werden, bis der Arbeitsmarkt wieder brummt und bis die Arbeitslosenquote Richtung 6% gesunken ist. Ja, davon profitiert indirekt Nova Scotia über die Holzpreise. Zu meinem Fazit. Kanada ist eine stabile Volkswirtschaft mit hohem Wachstumspotenzial, unter anderem dank der Emerging Markets. Permanentes, qualitativ hochwertiges Bevölkerungswachstum, das ist immer wichtig, wenn es um den Immobilien- und Liegenschaftsmarkt geht. Niedrige Korrelation zur Eurozonenwirtschaft, also eine echte Diversifikation der ökonomischen, aber auch der politischen Risiken. Denn wir haben ein sehr stabiles politisches und auch soziales Umfeld, anders als in Europa. Wir haben stabile, rohstoffunterlegte Währung, den kanadischen Dollar, und eine liberale Wirtschaft mit hohem Stellenwachstum des Privateigentums. Gesundes, risikoaverses Bankensystem und vorteilhafte geografische Lage, Thema Klima und Handel. Originäre Standortvorteile in Nova Scotia sind die Erdgasfunde vor der Küste, der gigantische Werftenauftrag, Handelshafen, Tourismus. Auch dazu wird der Kollege vielleicht noch was sagen, warum das jetzt besonders interessant ist. Da tut sich etwas im Bereich Infrastruktur und die Holzwirtschaft. Ja, ideal zur geopolitischen Vermögensdiversifikation in Sachwerten geeignet. Vielleicht eine kleine Risikoeinschränkung noch zum Schluss, Thema Währung. Wo habe ich sie? Irgendwo habe ich, genau. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass perspektivisch Deutschland sich aus dem Euro verabschiedet, kann es natürlich temporär zu einem Aufwertungsschock kommen, dass der Euro, die D-Mark sich gegenüber anderen Währungen, auch dem kanadischen Dollar, aufwertet. Aber das sollte sich über die dann folgenden negativen Effekte, zum Beispiel im Außenhandel, relativ schnell wieder revidieren. Bis dahin haben Sie aber ein völlig anderes Chance-Risikoprofil als im Euroraum, sowohl was die Anlageklasse angeht, als auch was die Region und die Währung angeht. Ja, ich hoffe, damit konnte ich Ihnen ein bisschen skizzieren, dass wir das Thema Kanada nicht einfach aus der Luft gegriffen haben, gesagt haben, es ist eine Opportunität, wir machen die mal. Wir stehen dahinter, sie passt zur Philosophie. Und über die Details, über die wir uns genauso viel Gedanken gemacht haben, wird Sie jetzt der Dr. Oliver Wilhelm informieren. Von meiner Seite aus schon mal vielen Dank.